Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 11. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben ja die Wehen bei unserer Iana eingesetzt, aber ich habe den Part beendet, bevor das Baby auf die Welt gekommen ist. Also die Geburt des Kindes wird definitiv in diesem Part stattfinden. Außerdem denke ich, die Familie wird in diesem Part auch in ein größeres Haus ziehen und Lou muss noch einen Job annehmen. Aber wir werden dann gleich mal ins Spiel reinstarten. Aber davor noch eine letzte Erinnerung an meinen 10-Stunden-Stream. Dieser findet nämlich an diesem Sonntag statt, also am 18. September 2022. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und auch Challenges geben. Und ja, folgt mir am besten schon mal auf Twitch, damit du ja nichts verpasst. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Und hier sind wir wieder im Krankenhaus von Willow Creek. Iana ist gerade dabei zu spazieren, also damit sie eben die Geburt ein wenig beschleunigen kann. Und Lou macht ein Nickerchen hier am Boden in der Toilette, während der Geburtshelfer Selbstgespräche führt. Und aus irgendeinem Grund ist auch das Spülbecken kaputt. Und ich gehe stark davon aus, dass Lou das war. Aber ja, der soll machen, was er will. Übrigens hat es mich sehr überrascht, aber ihr seid zum großen Teil immer noch Team Lou. Ja. Wie gesagt, ich weiß noch immer nicht, was ich von ihm halten soll, aber wir werden einfach mal schauen, wie es weitergeht. Er hat jetzt auch diese Angst vor unerfüllten Träumen. Dann wünscht er sich, mit jemandem zu flirten und alternative Musik hören. Okay, das können wir ja mal einloggen. Immerhin sind er und Iana ja zusammen. Also werden sie ganz sicher bald wieder miteinander flirten. Gut, aber dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen um Janas Bedürfnisse kümmern und dann können wir ja schauen, wann endlich das Baby auf die Welt kommt. Dann werden wir hier einen Snack kaufen und zwar einfach Fertigessen, was auch immer das sein soll. Bisschen nervt es mich schon, dass Lou einfach hier am Boden liegt. Er hätte sich auch einfach hier irgendwo hinlegen können und ein Nickerchen machen, aber nein. Er legt sich ins Badezimmer. Gut, dann können wir einmal noch Atemübungen machen und dann werden wir noch einmal den Doktor darum bitten, oder den Geburtshelfer eigentlich, dass er die Weitung überprüft. Und ich hoffe wirklich bald, dass das Baby bald auf die Welt kommt. Aluna ist übrigens auch noch immer da. Also ich habe keine Ahnung, was sie hier macht. Sie steht einfach nur hier herum, schon seit Stunden. Ja, ich habe sie auch schon ein paar Mal zurückgesetzt, aber sie bleibt trotzdem hier stehen. Ich weiß nicht ganz, was ihre Mission ist, aber vielleicht möchte sie eben einfach warten, bis ihr Enkelkind auf die Welt kommt. Also Iana geht es mittlerweile wirklich sehr, sehr schlecht. Sie fühlt sich sehr unwohl wegen den Wehen. Dann, weil ihre Fruchtblase geplatzt ist. Dann, weil sie Hunger hat. Hat sie nicht gerade gegessen? Und dann, weil sie ihre Eltern nicht besucht hat. Weil ihr Partner keine Kinder möchte. Weil der Feiertag grauenhaft war. Und ja, dann ist sie auch noch fix und fertig von den ersten Wehen. Oh, der Muttermund ist vollständig geöffnet. Sprich mit einem unserer Geburtshelfer, damit die Geburt sofort eingeleitet werden kann. Okay, sehr gut. Aber davor möchte ich jetzt, dass du noch etwas isst. Du hast dir doch vorher einen Snack gekauft. Wo ist der Snack? Okay, sehr gut. Jetzt hat es geklappt und Iana hat endlich etwas gegessen. Und jetzt müssen wir uns auf die Suche nach einem Geburtshelfer machen. Nehmen wir einfach gleich Satoru und zwar zur Welt bringen. Sehr gut. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt. Also dank dem Realistic Childbirth Mod ist die Geburt bei Sims wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung. Also ich wusste nicht, dass ich diese Erfahrung brauche, aber anscheinend, ja, ich brauche es. Okay, jetzt hat sie erfahren, dass der Mann, der die Geburt bei ihrem Kind durchführt, als Praktikant hier arbeitet. Wer möchte nicht gern, dass ein Praktikant die Geburt übernimmt? Aber ja, oh Gott. Sie sieht gar nicht so glücklich aus. Arme Iana. Und Lou ist jetzt auch da. Wenigstens das. Also ich habe echt schon dran gezweifelt, aber er ist unfassbar wütend. Oh Gott. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wohl sich Iana dabei fühlt, dass er jetzt so neben ihr steht und einfach so unglaublich wütend ist. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mädchen. Iana hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du sie nennen? An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei euch für eure ganzen Namensvorschläge bedanken. Es waren so unglaublich coole Namen dabei, aber leider haben wir eben nur ein Baby, deshalb kann ich auch nur eines benennen. Ich habe mich für einen Namen entschieden, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob es ihn gibt. Also ich habe es gegoogelt und habe nichts gefunden. Aber auf jeden Fall hat nämlich jemand von euch den Namen Corey vorgeschlagen.
Also das kommt aus dem Türkischen und bedeutet glühender Mond. Und ich finde den Namen einfach unglaublich schön. Und da wir jetzt ein Mädchen bekommen, möchte ich sie jetzt Koraya nennen. Also einfach mit A dahinter. Koraya. Dann können wir sie entweder Cori nennen oder Raya oder... Unser kleines Mädchen heißt jetzt also Koraya, also glühender Mond. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie sie sich weiterentwickeln wird. Und keine Sorge, ich werde auch noch jede Menge andere Namensvorschläge brauchen. Immerhin müssen wir mindestens 4 Kinder bekommen. Außerdem möchte ich ihr noch einen zweiten Namen geben, und zwar Juna. Das war auch ein Kommentar. Um genau zu sein, hat Christina nämlich kommentiert, dass ihr Kind auch Juna heißt. Und deshalb heißt unser Mädchen jetzt Koraya Yuna. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Namen, aber wie gesagt, es werden noch weitere Babys folgen. Perfekt! Jana und Lu haben ein Baby geboren und dann haben wir natürlich auch die Geburtsurkunde hier im Inventar. Und jetzt werden wir uns aber gleich auf den Weg nach Hause machen. Lu hat sich irgendwie... Ich bin verwirrt. Es war irgendwie gerade die Animation, dass Lu sich zurückverwandelt, aber er ist noch immer ein Werwolf. Ja. Ganz verstehe ich dieses Spiel nicht und die Werwölfe verstehe ich noch weniger. Koraya Yuna. Ja, ich mag diesen Namen, aber wie gesagt, am besten nennen wir sie einfach Cori. Und hier sind wir. Wer ist denn hier? Oh, Rory ist uns besuchen gekommen. Aber tut mir sehr leid, Rory, wir haben jetzt absolut keine Zeit für dich, denn... Keine Ahnung, warum ich das Haus im letzten Part umgebaut habe. Ich möchte eigentlich gleich wieder umziehen. Also jetzt sofort. Deshalb werden wir jetzt den Ultraschall in unser Inventar geben. Die Werkbank können wir eigentlich auch ins Haushaltsinventar geben. Oh, da haben wir noch jede Menge Sachen. Keine Ahnung. Oh, das sind doch die Sachen, die Lou geklaut hat. Ja, gratuliere. Das hast du wirklich sehr toll gemacht. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt umziehen, aber das Haus möchte ich so belassen, wie es ist. Denn ich möchte, dass Jana hier in Zukunft ein Geschäft aufmacht und eben die Möbel verkauft, die sie herstellt oder auch im Müll findet, je nachdem, wie wir das gerade machen. Aber jetzt gehen wir gleich mal in den Weltenverwalten-Modus und ich werde schauen, ob ich ein passendes Haus für sie finde. Hier sollten eigentlich die Wolkows leben, aber mittlerweile... Wohnen Lilly und Lena zu hier. Gut, die werden wir dann einfach gleich mal umziehen lassen. Ja, ich glaube, die brauchen einen Tapetenwechsel. Die ziehen jetzt einfach hier nach Henford-on-Bagley. Und zurück nach Moonwood Mill. Ich schaue gleich mal hier in dem Haus vorbei. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das überhaupt aussieht. Vielleicht können wir ja auch gleich hier einziehen. Naja, finde ich jetzt gar nicht so cool. Ich schau mal, was die Galerie zu bieten hat. Und was gibt es denn hier? Okay, das ist viel zu teuer. Das ist auch sehr teuer. Wobei, ohne Einrichtung könnten wir uns das vielleicht sogar leisten. Das habe ich sogar schon als Favorit. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und ich platziere es jetzt einfach mal unmöbliert. Das sieht eigentlich sogar sehr, sehr cool aus. Ich verstehe nicht ganz, was das da hinten ist. Okay, hier steht eigentlich nur ein Old Farmhouse for Five Sims, Baby, Toddler, Teenager and Parents. Und es ist von Sunny Simsy. Ich folge ihr auf TikTok und ich glaube auch auf YouTube. Wenn mich nicht alles täuscht, ist sie auch deutschsprachig und sie baut unglaublich schöne Sachen. Also schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Aber dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall dieses Haus und dann können wir eigentlich gleich umziehen. Ich hoffe wirklich, dass wir uns das jetzt leisten können und ich mich nicht total verrechnet habe. Rechnen ist nämlich nicht meine Stärke, falls ich das noch nie erwähnt habe. Und dann werden wir jetzt alle gemeinsam umziehen. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht irgendetwas vergessen habe, das wir brauchen. Aber ich glaube nicht. Unsere kleine Cori kommt normalerweise eh von selbst mit, hoffe ich zumindest. Aber ja, normalerweise schon. Gut, und hier sind wir. Perfekt. Das geht sich tatsächlich locker aus. Wenn wir die Möbel behalten und wenn wir sie verkaufen, macht wirklich nicht so viel Unterschied. Dann werden wir sie am besten einfach mal verkaufen. Sehr gut. Und dann sind wir jetzt schon in unserem neuen Haus. Und hier sind wir. Ich weiß übrigens nicht, was das da hinten für ein Zaun ist. Vielleicht sollte man hier die Werwölfe drinnen lassen, wenn sie wütend sind. Wobei, da kommen sie ja raus. Okay, never mind. Funktioniert so nicht. Aber auf jeden Fall
Wir haben wirklich Glück, dass Lou so viel Geld mitgebracht hat. Und wir werden das Haus jetzt einfach gleich mal schnell einrichten. Und das mache ich natürlich im Zeitraffer, damit es nicht allzu lang dauert. Thank you.
und ich bin endlich fertig. Okay, also so richtig fertig bin ich eigentlich noch nicht, aber ich habe zumindest mal die wichtigsten Sachen eingerichtet, würde ich sagen. Also hier unten haben wir so einen kleinen Wohnbereich, also eigentlich ist hier einfach eine Couch. Dann haben wir hier ein Badezimmer, dann die Küche, dann natürlich den Fressnapf für Yoru. Dann haben wir ein Esszimmer. Und hier oben haben wir ein Büro. Ich glaube, das wird eher Ianas Büro. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Lou auch eines benötigt. Aber das sehen wir dann. Dann haben wir hier noch das Kinderzimmer. Und hier haben wir das Schlafzimmer von den beiden. Was mir sehr wichtig war, und ich glaube, das kommt auch ziemlich gut rüber, es ist kein ordentliches Zuhause. Also es ist nicht sonderlich ordentlich. Es sind auch keine neuen Möbel. Es ist alles eher gebraucht, gefunden. Und man merkt eben, dass die beiden eigentlich, ja, sehr unordentliche und chaotische Menschen sind. Und ich habe mir auch ein wenig Gedanken darüber gemacht, wie die sich das eigentlich leisten können. Und ich glaube, sehr ausschlaggebend ist tatsächlich Lou und seine kriminelle Karriere. Also er ist ja offiziell noch kein Verbrecher, aber was er jetzt bisher so gemacht hat, um Geld zu verdienen, wissen wir ja noch nicht. Und er hat ja sehr viel Geld mitgebracht. Also glaube ich, dass er auch schon bisher in irgendwelche kriminellen Geschichten verwickelt war. Hier gibt es dann noch eine Feuerstelle und hier gibt es noch ein kleines Fitnessstudio. Und bevor ich den Part jetzt beende, wird Lou sich jetzt noch einen Job suchen. Oh, er fühlt sich angespannt. Es ist Zeit zu gehen. Du machst einen tollen Job, mach weiter so, nur ein bisschen. Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich. Wieso heißt diese Stimmung, es ist Zeit zu gehen? Das klingt ja fast wie eine Drohung. Ja, gut. Aber auf jeden Fall sucht er sich jetzt einen Job. Und ihr seid damit einverstanden, dass er in die Verbrecherkarriere geht, also weil es ja einfach perfekt zu ihm passt. Und deshalb werden wir jetzt genau das machen. Und zwar Verbrecher. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge Simoleons scheffeln und Spaß haben. Berufszweig, Boss oder Orakel. Und sein Job heißt einfach harter Kerl. Wow, alles klar. Er muss anscheinend jeden Tag arbeiten und zwar von 17 Uhr bis 0 Uhr. Und er muss dafür die schelmischen Interaktionen lernen. Okay, das sollte für ihn ja nicht unbedingt ein Problem sein. Übrigens, falls euch noch irgendwelche Sachen einfallen, die ich hier ändern könnte oder was wir noch auf jeden Fall brauchen, sagt mir gerne Bescheid. Ich weiß nämlich auch noch nicht ganz, wie ich das dann machen soll, wenn wir mehr Kinder bekommen. Also auf jeden Fall könnten wir das Büro dann in ein Schlafzimmer verwandeln. Vielleicht könnten wir dann auch noch diese Teile des Hauses in Zimmer umbauen oder wir bauen einfach einen Keller. In Wirklichkeit haben wir jede Menge Möglichkeiten. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und an dieser Stelle sind wir dann auch schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!